Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family. Heute geht es um das Thema Vitamin B12. Ja, Vitamin B12 oder Coenzym B12 ist ein ganz, ganz entscheidendes Vitamin, wenn ihr wollt, dass es euch gut geht. Ohne Vitamin B12 geht gar nichts. Immer dann, wenn ihr euch schlecht fühlt, wenn ihr euch müde fühlt, erschöpft, euch nicht konzentrieren könnt, vielleicht sogar depressiv werdet, wenn ihr Verspannungen habt, wenn die Muskulatur am Nacken oder im ganzen Körper irgendwie nicht mehr richtig mitmacht, wenn ihr seltsame Hautempfindungen habt, Kribbeln auf der Haut, wenn es Entzündungen gibt im Mundraum, Zungenbrennen, wenn es Entzündungen im Magen gibt, Magenschleimhautentzündungen, Gastritis oder andere Entzündungen im Körper, die irgendwie chronisch sind und nicht weggehen. In all diesen Fällen immer an Vitamin B12 denken. Vitamin B12 ist eines der wichtigsten Substanzen, die wir auch in der Praxisarbeit ständig in der Hand haben und immer wieder austesten bei unseren Patienten, wenn es zu irgendwelchen chronischen Symptomen kommt, so wie ich sie gerade genannt habe. Gut, Vitamin B12, was macht das im Körper? Es ist ein Coenzym, es ist wichtig für die Funktion verschiedener Enzyme, die mit dem Proteinstoffwechsel zu tun haben. Es ist entscheidend dafür, Homozystein abzubauen, es regeneriert und bildet Nerven und ist wichtig fürs Nervensystem. Es ist entscheidend für die Zellteilung, das heißt, in ganz vielen Prozessen brauchen wir Vitamin B12. Für die Energieherstellung des Körpers wird Vitamin B12 gebraucht und hier sind wir auch schon am wichtigen Punkt. Denn immer dann, wenn der Körper viel Energie verbraucht oder viel Entzündung hat oder viel Verspannung hat oder viel Stress hat, dann verbraucht er auch viel Vitamin B12 neben anderen Substanzen, die auch wichtig sind. Aber das B12 wird eben oft übersehen. Und hier ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, dass man B12 unter Umständen messen kann im Blut. Aber im Blut sind die Aussagen meistens nicht so richtig aussagekräftig. Fakt ist, wenn ihr einen Mangel im Blut habt, dann habt ihr wahrscheinlich auch einen Mangel im Gewebe. Aber wenn der Blutspiegel hoch genug ist, hoch genug scheint, dann habt ihr unter Umständen trotzdem einen Mangel im Gewebe. Und das kann man dann entsprechend verändern durch die Einnahme von einem Vitamin B12-Präparat unter Umständen. Kommen wir gleich noch zu. Die Blutwerte, die so empfohlen werden, liegen zwischen 200 und 1000 Pikogramm pro Milliliter. Das ist der Wert, den man messen kann, wenn man das macht. Das ist das Holocobalamin. Das kann man machen. Ja, es gibt noch andere Hinweise. Man kann auch versuchen, über den Urin etwas rauszufinden. Aber das, wie gesagt, sind alles Maßnahmen, die sind nicht so richtig zielführend. Viel, viel besser ist, wenn man es testet. Also wenn wir es mit unserer Testmethode arbeiten und dann einfach das Ganze austestet, dann weiß man ziemlich genau, brauche ich jetzt B12 oder brauche ich es nicht. Wir erleben häufig, dass unsere Patienten und die Leute, die unseren Ratschlägen folgen, dass da viel höhere Dosen gebraucht werden, als die so empfohlen werden. Also man empfiehlt eine gewisse Mindestdosis am Tag. Man sagt, ein Erwachsener verbraucht so zwischen 3 und 5 Mikrogramm pro Tag. Ja, das kann sein, unter bestimmten Laborbedingungen mag das sein, aber im Alltag sieht das Ganze natürlich ganz anders aus. Da braucht es wesentlich mehr. Okay. Jetzt ist die Frage, dieses Vitamin B12, wie nehme ich das denn auf? Wie funktioniert das denn? Nun, es ist immer so, wenn ich Lebensmittel esse, die Vitamin B12 enthalten, dann wird das Ganze aufgenommen in den Körper, es geht durch meinen Darm und wird am Ende vom Dünndarm wird das Ganze absorbiert. Am Ende vom Dünndarm sind die Zellen, die Vitamin B12 absorbieren. Zusätzlich wird ein Faktor gebraucht, der im Magen gebildet wird. Der nennt sich Intrinsic-Faktor und der wird zusätzlich benötigt, damit das an das B12 bindet, damit das Ganze aufgenommen werden kann. Jetzt ist das Problem, wenn ich eine Darmentzündung habe, wenn ich durch eine chronische Unverträglichkeit, zum Beispiel auf Gluten oder Milchprodukte, mein Darm sich so latent entzündet, dann ist diese ganze Darmschleimhaut nicht mehr richtig aufnahmefähig. Ein anderes Problem, wenn meine Magenschleimhaut, meine Zellen im Magen nicht optimal funktionieren, dann habe ich zu wenig von dem Intrinsic-Faktor. Das heißt, in beiden Fällen kann es passieren, dass ich in einen Mangel rutsche, einfach weil es nicht richtig aufgenommen werden kann. Einer der Hauptgründe und der Hauptfeinde für die Vitamin B12-Aufnahme, also für diese Herstellung von dem Intrinsic-Faktor, sind die sogenannten Magensäureblocker. Dazu haben wir auch mal ein Video gemacht.
Magensäureblocker sind eine Katastrophe für das komplette Körpersystem, aber vor allen Dingen für die Aufnahme bestimmter Substanzen und eben auch für die Aufnahme von Vitamin B12, weil es wird nicht nur die Magensäure, meistens viel zu viel, reduziert, sondern es wird auch alles andere reduziert, was der Magen so herstellt. Und dazu gehört eben auch dieser Intrinsic-Faktor der Belegzellen im Magen. Und deswegen damit aufpassen, wenn ihr sowas nehmt, unbedingt euren Therapeuten fragen, einen Arzt oder uns fragen, was könnt ihr machen, wie kommt ihr los davon. Denn das ist sinnvoll, das nicht auf Dauer zu nehmen, obwohl das momentan von den Ärzten, ich habe immer das Gefühl, verteilt wird wie Smarties. Weil es gibt bei jedem Medikament, gibt es irgendwie auch noch einen Magenschutz dazu. Aber das bringt eigentlich gar nichts, außer dass es dem Körper viel mehr schadet. Aber gut, ist ein anderes Thema. Thema B12. Das heißt, der Aufnahmeweg ist relativ klar und es gibt jetzt 4 verschiedene Vitamin B12 Arten. Das sollte man noch wissen. Es gibt 3 natürliche Arten und eine künstlich hergestellte. Die natürlichen zuerst. Da haben wir das Hydroxycobalamin. Dann haben wir das Adenosincobalamin und das Methylcobalamin. Hydroxycobalamin ist eine sogenannte unaktive Form, eine Speicherform. Die muss erst aktiviert werden. Das heißt nicht, dass die sinnlos ist, das heißt nur einfach, sie ist nicht die, die uns wahrscheinlich unsere ganzen Symptome nimmt, die wir haben wegen dem B12-Mangel. Trotzdem ist es sinnvoll, wenn man einen B12-Mangel mal irgendwann behoben hat, dass man dann ein Kombipräparat nimmt, wo das unter Umständen mit drin ist. Da gibt es meistens welche, wo diese 3 Sachen drin sind. Ich persönlich finde am besten die Präparate aktuell von der Firma Sunday Natural. Die machen wirklich Top-Qualität, die haben das Ganze als Tropfen, kann ich nur empfehlen. Aber es gibt auch andere Hersteller, die auch da gute Sachen herstellen und da einfach mal die Augen offen halten, was es so gibt für euch. Also, entscheidend ist, wenn ihr ein B12 haben wollt, das schnell aufgenommen wird vom Körper und eine schnelle Wirkung macht, dass ihr das Methylcobalamin nehmt. Das ist schon fertig methyliert und kann in dieser Vorstufe direkt von der Schleimhaut im Mund, in der Speiseröhre, im Magen aufgenommen werden und wirkt sehr schnell und sehr, sehr effektiv. Das heißt, das ist so die schnellste Variante, die wir meistens empfehlen, wenn ein klarer Notstand da ist an Vitamin B12. Und da empfiehlt sich dann, man kann das ein bisschen abwägen, also die empfohlene Tagesdosis sind 500 Mikrogramm, aber wir empfehlen wesentlich mehr, also teilweise gehen wir bis zu 8000 Mikrogramm hoch, aber das sollte man tatsächlich mit dem Therapeuten absprechen oder testen. Mit unserer Testmethode, wie viel es braucht. Das macht man auch nicht auf Dauer, sondern kurzzeitig. Gefährlich ist es nicht, weil es ist ein wasserlösliches Vitamin. Das heißt, das wird, wenn es zu viel sein sollte, ausgeschieden. Aber wir erleben eben viel häufiger, dass Menschen viel zu wenig davon nehmen. Und wir haben noch gesagt, es gibt vier Formen. Die vierte Form ist das Cyanocobalamin. Das ist die synthetische Form. Die wird am schlechtesten aufgenommen. Das ist aber die am meisten empfohlen und verschrieben wird und in den Apotheken auch verteilt wird. Also Cyanocobalamin, solltet ihr hinten auf der Packung das lesen, dann nehmt das nicht. Guckt nach, dass ihr eins von den anderen kriegt. Am besten Methylcobalamin. Das Adenosincobalamin hat eine gute Affinität zu den Organen, auch zum Gehirn. Das ist da auch ganz gut. Aber für diese ganzen wichtigen Prozesse gegen die Erschöpfung, gegen die Verspannung, die Entzündung, ist Methylcobalamin einfach so das, was man am besten empfehlen kann. Okay, ja, und wo kriege ich das jetzt her, das B12? Wo ist das drin? Wie kann ich das aufnehmen? Wir wissen, einige von euch haben vielleicht schon gehört, dass da die Veganer oder Vegetarier Schwierigkeiten haben mit B12, anders als die Fleischesser, also die Omnivorenesser. Ja, mag sein, sehen wir in der Praxis aber selten. Also wir sehen in der Praxis in der Regel, egal wie der Mensch isst, wenn der B12-Mangel da ist, ist er da, weil er einfach viel zu viel verbraucht. Und so viel Fleisch kann man gar nicht essen, dass man so viel B12 aufnimmt. Und ihr müsst dazu wissen, wenn ihr Fleisch esst, dann ist das Vitamin B12 in dem Fleisch nur deswegen drin, weil der Landwirt es den Kühen als Tablette ins Futter tut. Das heißt, es wird substituiert, die Kühe nehmen das auf in den Stoffwechsel und wir nehmen dann quasi die B12-Tablette über den komplizierten Umweg dann übers Fleisch. Das ist natürlich Quatsch. Sowas zu machen ist Blödsinn. Wir sind Verfechter einer veganen Ernährung. Das heißt, es sollte im Idealfall auch irgendwie anders gehen. Da ist aber im Moment, gibt es keine so richtig guten Lösungen. Wenn man ein bisschen historisch schaut, wie war das denn? Wo kommt es denn her? Woher haben es denn zum Beispiel Primaten? Da muss man gucken, es gibt das Phänomen, dass wir selber im Körper, nicht alle Menschen, aber die meisten, im Dickdarm
stellen wir selber Vitamin B12 her. Und mit unserem Stuhl geht es dann aus dem Körper raus. Es kann nicht aufgenommen werden, weil die Aufnahmestelle ist im Dünndarm, also davor. Das heißt, es rutscht ja nicht zurück. Der Stuhl, der rutscht nicht wieder hoch, sondern der geht einfach Richtung nach draußen. Das ist ein bisschen verrückt, warum das so ist. Kann vielleicht der liebe Gott erklären. Wir können es nicht so richtig erklären. Aber Fakt ist, im Stuhl ist es drin. Und was erleben wir jetzt? Wir kriegen Vitamin B12 normalerweise, indem wir dreckig essen. Das heißt, wenn wir hergehen und essen Karotten oder Salat oder andere Dinge, dann ist es gut, wenn da noch ein bisschen Dreck dran ist, theoretisch. Weil da sind dann die Bakterien auch mit dabei, die das B12 herstellen. Und so kriegen wir Vitamin B12 ab. Und das ist wahrscheinlich eine der Hauptquellen auch für uns gewesen, immer um Vitamin B12 zu kriegen. Die zweite große Quelle, Vitamin B12 aufzunehmen, ist der eigene Stuhl. Das natürlich nicht appetitlich, das empfehle ich auch niemandem, um Gottes Willen. Aber wenn wir Primaten beobachten, dann sehen wir immer wieder mal, dass die ihren Stuhl essen. Also es gibt auch Videos von Gorillas, die essen ihren Stuhl. Und das ist wahrscheinlich der Grund, dass sie da einfach bestimmte Mikroben abkriegen und eben auch Vitamin B12 abkriegen, das gut ist für den Körper. Wir kennen das auch von anderen Tierarten, die ihren Stuhl essen. Nur wir Menschen machen sowas nicht gerne, ist auch verständlich, sollte man nicht tun. Und dann ist eine ganz spannende Erkenntnis, die ist mir selber noch relativ neu, aber sehr interessant. Es gibt hohe B12-Anteile in Insekten und da vor allen Dingen in Heuschrecken. Also es ist durchaus möglich, dass man seinen B12-Bedarf decken kann, indem man 3-4 Mal die Woche eine Heuschrecke isst. Das ist jetzt was, wenn wir Primaten beobachten, essen die häufiger auch mal Insekten. Also das ist durchaus gängig, Insekten zu essen. Und es gibt auch in den menschlichen Kulturen Kulturkreise, die noch Insekten essen. Und es gibt auch in der moderneren Forschung für Menschen und menschliche Ernährung immer wieder oder immer neuere Forschung, die in die Richtung geht, dass man sagt, ah ja, Insekten sind auch eine interessante Nahrungsquelle. Also theoretisch könnte man sowas nehmen. Empfehle ich aber auch nicht unbedingt, die ist auch nicht so lecker. Wer weiß, was die noch für Viecher in sich tragen, diese Insekten. Deswegen ist unsere Empfehlung, einfach ein gutes Präparat zu nehmen und das einfach regelmäßig einzunehmen. Wenn man jetzt keinen ausgewiesenen Mangel hat, dann reicht das, wenn man 2-3 Mal die Woche 1000 Mikrogramm Vitamin B12 nimmt. Das ist so ein Standard, um das zu erhalten, um auch nicht in den Mangel reinzurutschen. Und wenn man einen Mangel hat, dann sollte man mehr nehmen. Und dann geht es bis zu 8000 Mikrogramm pro Tag, wo man einfach versucht, so für 10, 14 Tage die Level hoch zu pushen. Nein, ein Effekt, wenn es das Richtige ist, einen Effekt merkt man nach ein paar Tagen. Also wenn man irgendwie eine chronische Müdigkeit hat, nimmt B12, dauert 2, 3 Tage, 4 Tage und dann kommt Energie zurück. Wenn man das merkt, dann ist man auf dem richtigen Weg. Aber unsere Empfehlung tatsächlich immer, am besten Therapeuten fragen. Ihr könnt uns von uns auch beraten lassen, testen lassen. Das ist kein Ding. Ihr lernt es selber, wie es geht. Mit unserem Dr. Mama System könnt ihr selber lernen, wie ihr das testen könnt. Also das ist auch eine geniale Geschichte. Okay, so, das war's zum Thema B12. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergebracht. In dem Sinne, liebe Grüße von mir und von dem ganzen Praxis Family Team. Und wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben, klickt auf Abonnieren und bestellt unser Newsletter, wenn ihr wollt. Unser Health Report gibt's über unsere Website. Alle Links hier unter der Beschreibung. Okay, bis dann. Ciao.